Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Battlefield 2042 Video. Und der ein oder andere unter euch wird jetzt vielleicht lachen, weil was erneut? Seit 7 Monaten war ich auf Tauchstation und habe gar nichts Neues mehr hochgeladen. Warum war das so? Ganz einfach gesprochen, Battlefield 2042 hat mich einfach überhaupt nicht mehr abgeholt und dieser ganze Struggle der ersten Zeit und dieses immer wieder Vertrösten war ich einfach nicht mehr dabei. Ich hatte einfach wirklich nach über 2 Jahren keine Lust mehr, konstant was hochzuladen bzw. zu diesem Game etwas zu machen. Ich denke, der ein oder andere wird es auch nachvollziehen. Es tut mir natürlich ein bisschen leid für euch, auch für alle, die regelmäßig damals die Videos auch geschaut haben. Und deswegen oder nicht deswegen, aber heute komme ich einfach mal für ein kurzes Comeback. Sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob es jemals wieder die regelmäßigen Videos geben wird. Also von daher lasst auf gar keinen Fall ein Abo da und schaltet auch auf gar keinen Fall irgendeinen Support auf dem Video raus. Nein, Kappa, Spaß beiseite natürlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Projekt weiterhin supportet. Und ich bin mir sicher, dass es jetzt auch Battlefield 2042 deutlich besser wird. Vor allem erst nach dem letzten Update, wo Settings, Einstellungen und so weiter ordentlich nach vorne gepusht wurden, macht es mir persönlich auch wieder deutlich mehr Spaß. Und ja, genug des Intros. Heute bin ich eigentlich für ein ganz anderes Thema oder wegen einem ganz anderen Thema unterwegs. Und zwar geht es um das Mid-Season-Event für Season 6. Also, da ist es ja der immer absolute Experte, deren eigenen Content selbst zu leaken. Es wird auf jeden Fall ein Zombie-Thema geben und die Details dazu will ich natürlich mit euch teilen. Ganz klar. Bevor wir uns jetzt aber damit befassen, gibt es einen relativ seltsamen Fehler bzw. Glitch auf der Redacted-Karte, die einige Probleme, würde ich mal sagen, verursachen, weil der Fehler beruht darauf, dass die Spieler in die Wände glitchen können und dann auf einmal an ganz unerwarteten Stellen wieder auftauchen. Also, wenn ihr auf wundersame Weise geflankt werdet, dann wundert euch nicht, ist nicht euer Thema oder dass ihr wen übersehen habt, sondern das ist definitiv ein Glitch und DICE arbeitet da bereits auch schon an einer Lösung. Also, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um das Event und zwar Dark Protocol Event soll das Ganze eben heißen und da ist wie immer auf Steam ein Fehler passiert, dass einige Screenshots vorab schon enthüllt wurden und interessanterweise handelt es sich dabei natürlich nicht nur um ein Ergebnis von Data Mining, sondern auch um einen Fehler von DICE selbst, indem eben schon diverse Screenshots auf Steam geteilt wurden. Erstmal gibt es das Banner des Dark Protocol Events. Das Bild zeigt natürlich einerseits den Namen, einen, naja, wieder auferstandenen Soldaten im Hintergrund und es ist wahrscheinlich, dass die Spieler die wieder erweckten Soldaten oder wieder auferstandenen Soldaten im Event auch nutzen sollen. Was heißt das? In dem Screenshot sehen wir zum einen, dass natürlich der Soldat vom Aussehen relativ gruselig ist, zerrissene Haut hat, synthetische Muskeln hat und es scheint, als hätte eine KI so die Einrichtung übernommen und diese Soldaten aus Leichen wiederhergestellt. Eine andere Geschichte, oder sagen wir mal auf dem nächsten Bild, da sieht man eine dunkle Wendung, nennen wir es immer so, und zwar als würde McKay am Boden angegriffen werden und es gibt alles, was um ihn rum ist. Die Feinde haben alle rote Augen, also irgendwie sind die in einem Aggressionsmodus unterwegs. Vielleicht haben die auch irgendeinen Speed-Perk dann am Start. Also sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Neue Skins gibt es natürlich auch, dass man hier Bionicle unterwegs ist und das Ganze natürlich extra dope aussieht. Also, wie es dann so wird, wissen wir noch nicht. Ich würde sagen, es klingt vom Setting zumindest relativ cool. Schauen wir mal, was wir sonst noch an Karten reinbekommen. Die Gerüchte sagen, dass auch auf Spearhead, Manifest und Hourglass das Ganze gespielt werden wird. Also ich denke, das könnte doch mal ein Event werden, was nicht ganz vollkommen aus der Spur läuft oder kompletter Quark ist. Aber das ist nur meine Meinung. Da an der Stelle ist natürlich eure Meinung gefragt. Was erwartet ihr jetzt von dem Modus bzw. was könnte da auf uns zukommen? Also, ich würde mal behaupten, so wie die Bilder jetzt zu sehen sind, es wird auf jeden Fall 2 Teams natürlich geben. Die Spieler werden gegeneinander antreten und irgendwie wird es eine Möglichkeit geben, diese wiedererweckten Soldaten freizusetzen, zu nutzen, vielleicht einen pro Team. Ich gehe mal davon aus, dass die eher nur auf Nahkampfwaffen aus sind, also nur mit Nahkampfwaffen agieren können und vielleicht sogar auch, dass man sie gar nicht selber steuern kann, sondern nur über eine KI gesteuert werden. Also, da würde ich sagen,
das lassen wir auf uns zukommen. Genaue Daten, wann das Ganze kommt, das kann ich euch leider an der Stelle noch nicht sagen, aber in jedem Fall können wir uns so ein bisschen die Halloween-Zeit vertreiben. Und ich würde sagen, an der Stelle lassen wir es bei einem kurzen, knackigen Intro fürs Wiedereinsteigen oder beziehungsweise ein kurzes, knackiges Video fürs Wiedereinsteigen. Ich habe auch vor, demnächst mal wieder einen Livestream rauszuhauen, einfach um mal alle, die ganze alte Crew wieder abzuholen und mal wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Und in diesem Fall würde ich sagen, folgt mir auch gerne auf Twitch, folgt mir auf den anderen Socials und vergesst nicht, ja, vielleicht gibt es ja doch nochmal das Comeback des A-Team. Also, haut rein. Wir sehen uns zum nächsten Video. Vielen Dank vorab für euren Support. Bis dann. Macht's gut. Und as always, haltet die Ohren steif. Euer A-Team.